ist ja, ich bin jetzt schon seit einiger Zeit in diesem Wald unterwegs. Und hier sieht man auch da diese gelben Teile da an den Bäumen. Das ist wahrscheinlich ein Zeichen dessen, dass diese Bäume gefällt werden. Weil da, wo ich jetzt hergekommen bin, da ist sehr, sehr viel gefällt worden. Das habe ich auch in den letzten Wochen beobachtet, diesen Lärm gehört. Und ich muss euch wirklich sagen, als Schreiner, als einer, der mit dem Holz wirklich von klein an ein gutes Verhältnis hat, tut es mir immer weh, wenn ich sehe, wie die Bäume, wie die Wälder aufgeforstet werden, um sie später abzuwirtschaften, um Geld dadurch zu machen. Es geht nicht mehr um die Natur, um die Energie, es geht nicht um das Leben hier, dieser schönen Natur, sondern es geht heute mehr um das Geld, um was es bringt, was es einem gibt. Und jeder ist ein Teil einer Kette und verantwortet nichts und alles läuft von allein. Aber wer trägt die Verantwortung, ist meine Frage. Wenn keiner was verantwortet, wenn alle nur sagen, ja, ich bin nur Handlanger, ich bin für nichts verantwortlich. Wer trägt die Verantwortung? Das System. Wer ist das System? Vielleicht gibt es keinen, der die Verantwortung trägt. Vielleicht passiert einfach so, wie es läuft, ja, nach Routine, nach Tradition, nach Stereotypen, nach Machtgelüsten, nach keine Ahnung was, ja, nach dem Verstand. Ja, der Verstand diktiert einem einfach, das System diktiert uns. Jeder von uns hat die Matrix gesehen und jeder weiß, dass es kein Spaß ist, dass es sehr nah an die Wahrheit herankommt, ja, was da passiert. Vielleicht nicht in dieser übertriebenen Art und Weise, aber wer weiß, vielleicht wissen wir was nicht. Vielleicht gibt es etwas, was vor unseren Augen verborgen wird. Wichtiger ist aber jetzt klar zu verstehen, dass der Wald leben muss. Denn wenn der Wald nicht lebt, da wo wir Energie tanken, da wo wir gestärkt werden, da wo wir Freude finden, da wo wir gesund werden, der uns versorgt und bedingungslos und dafür nichts will, nur dass wir ihn schätzen, dass wir ihn lieben, dass wir ihn schützen, dass wir ihn bewahren, dass wir ihn achten, dass wir mit ihm umgehen, wie er mit uns umgeht, die Natur, die versorgt und schützt uns. Aber was ist bei den meisten heute los? Die meisten fürchten sich, wenn sie in den Wald gehen. Fürchten sich vor Zecken, fürchten sich vor Schlangen, fürchten sich vor Spinnen, fürchten sich vor Vögeln, fürchten sich vor Tieren, fürchten sich vor Dreck, vor Schlamm, vor Stein, vor Sand, fürchten sich vor fallenden Blättern, fürchten sich vor Bären, die man nicht essen darf, und Pflanzen, die man vielleicht zufällig in den Mund bekommt, fürchten sich von allem. Was ist die Ursache dafür? Ist, weil man sich nicht auskennt. Wenn ihr wisst, dass die Natur absolut friedvoll ist. Sie ist das Leben. Das Leben kann nicht feindselig sein. Die Feindseligkeit, die erschaffen wir durch unsere Einstellung, durch die Art und Weise, wie wir auf die Natur zugehen. Stellt euch vor, zwei Menschen, und sie gehen in Frieden und in guten Absicht aufeinander zu. Ja, die kennen sich gar nicht. Natürlich sind sie einander offen. Man fühlt ja, bevor man jemanden anspricht, fühlt man, wie der Mensch ist. Das ist ja das Gefühl. Das ist ja, wenn man sagt, die Chemie passt. Und so ist es auch bei der Natur, sie fühlt viel, viel, viel intensiver als wir. Sie fühlt so tief, wie wir nie zusammen sogar fühlen können. Und deshalb ist sie uns immer weiter und immer uns voraus. Aber wir haben eine sehr starke Wirkung auf sie, positive oder negative. Und das muss man verstehen. Und die Verantwortung dafür sollten wir anfangen zu übernehmen. Schon die alten Indianer haben gesagt, dass es nicht so gut gehen wird. Ja. Und leider haben wir nicht auf sie gehört. Und heute gibt es eigene Indianer, die sollte man hören.